Die gesetzlichen Kündigungsfristen im Arbeitsrecht. Wann darf mein Chef mir kündigen? Was für eine Kündigungsfrist gilt für mich? Wie sieht das in der Probezeit aus? Kann ich überhaupt eine Kündigungsschutzklage einreichen für den Fall, dass ich gekündigt werde? Oder sind schlichtweg nicht genügend Arbeitnehmer in dem Betrieb beschäftigt, dass für mich das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet? All diese Fragen will ich euch gleich beantworten nach dem Intro. Schönen guten Tag, welcome to my channel. Mein Name ist Marvin McKay, ich bin Rechtsanwalt und Partner in der Sozietät Eilers, Grother, Schmitz und McKay. Wenn ihr für diesen Kanal noch kein Abo habt, lasst jetzt gern ein Abo da, dann verpasst ihr zumindest in Zukunft keine Rechtstipps mehr auf allen Rechtsgebieten. Die gesetzlichen Kündigungsfristen im Arbeitsrecht heißt logischerweise nicht die vertraglich oder tarifvertraglich vereinbarten Kündigungsfristen. In der Regel gelten auch die gesetzlichen Kündigungsfristen. Oftmals steht in eurem Arbeitsvertrag drin, weiß ich, wenn da irgendwas über eine fristlose Kündigung steht, dann steht da drin. Und im Übrigen gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen. Also, und auf die wollen wir jetzt zu sprechen kommen, die sind geregelt in § 622 Absatz 1, Absatz 2 und so weiter und so fort, BGB. Also, die Kündigungsfrist, die für euch als Arbeitnehmer und für euren Arbeitgeber gelten, wenn noch keine 2 Jahre das Arbeitsverhältnis besteht, für euch, da komme ich gleich zu, gilt was anderes als für euren Arbeitgeber in den meisten Fällen. Da steht Folgendes drin im § 622 Absatz 1. Das Arbeitsverhältnis kann von jeder Seite, also von euch und von eurem Arbeitgeber, mit einer Frist von 4 Wochen zum 15. eines Monats oder zum Ende eines jeden Monats gekündigt werden. So, also 4 Wochen zum 15. oder zum Ende eines Monats. Das sind die Kündigungsfristen, die für euch auf jeden Fall gelten. Und jetzt kommen die sogenannten verlängerten Kündigungsfristen, die regeln § 622 Absatz 2 BGB. Das ist etwas, das wissen viele nicht. Diese Kündigungsfristen gelten in der Regel nur für euren Arbeitgeber. Und die sind verlängert. Und zwar wie folgt. Wenn das Arbeitsverhältnis 2 Jahre bestanden hat, beträgt die Kündigungsfrist 1 Monat. Ich weiß, man, ne, jetzt fragt man sich wahrscheinlich, wo ist der Unterschied? 4 Wochen oder 1 Monat ist doch das Gleiche. Das ist es nicht, denn wenn die Kündigungsfrist 1 Monat beträgt, bedeutet es, es kann eben nicht mehr zum 15. eines Monats gekündigt werden, sondern immer nur noch zum Ende eines jeden Monats. Deshalb der Unterschied 4 Wochen und 1 Monat Kündigungsfrist. Aber es geht ja weiter. Wenn das Arbeitsverhältnis beispielsweise 5 Jahre bestanden hat, beträgt die Kündigungsfrist 2 Monate. Bei 8 Jahren 3 Monate, bei 10 Jahren 4 Monate, bei 12 Jahren 5 Monate, bei 15 Jahren 6 Monate und wenn das Arbeitsverhältnis mindestens 20 Jahre oder länger bestanden hat, 7 Monate Kündigungsfrist für euren Arbeitgeber. Und da kommen wir jetzt zu dem entscheidenden Punkt. Wenn in eurem Arbeitsvertrag nicht drinsteht, für den Arbeitnehmer gelten die gleichen Kündigungsfristen wie für den Arbeitgeber, dann gilt für euch die kurze Kündigungsfrist. Ihr könnt also, wenn ihr heute das Arbeitsverhältnis kündigt, zum Ende nächsten Monats das Arbeitsverhältnis beenden. Egal, ob ihr schon 15 Jahre, 20 Jahre oder 30 Jahre dort beschäftigt seid, die verlängerten Kündigungsfristen gelten in der Regel nur für den Arbeitgeber, es sei denn, in eurem Arbeitsvertrag ist ausdrücklich etwas anderes vorgeschrieben. So, dann kommt die Probezeit. Eine Probezeit darf logischerweise vereinbart werden, aber nur maximal für 6 Monate. Wissen auch viele nicht. Ich hatte schon Mandanten hier, die hatten eine Probezeit von 8 Monaten. Das geht gar nicht. Das Gesetz lässt es gar nicht zu. Da steht nämlich im § 622 Absatz 3 BGB drin. Die Probezeit darf für die Dauer von längstens 6 Monate vereinbart werden. 3, 4, 5 Monate, völlig in Ordnung, aber maximal 6 Monate. Und das Arbeitsverhältnis kann in der Probezeit von beiden Seiten mit einer Frist von 2 Wochen gekündigt werden, und zwar ohne Begründung. Alright. So, dann gibt es vielleicht noch einen Punkt, und zwar Anzahl der Arbeitnehmer in dem Betrieb. Wofür ist das wichtig zu wissen? Eigentlich erstmal, gibt auch noch andere Gründe, aus 2 Gründen. In § 622 Absatz 5 Nummer 2, da steht drin, das muss ich jetzt einmal vorlesen, das kann ich nicht auswendig, wenn der Arbeitgeber in der Regel nicht mehr als 20 Arbeitnehmer ausschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten beschäftigt und die Kündigungsfrist 4 Wochen nicht unterschreitet, dann kann euer Arbeitgeber mit euch einzelvertraglich vereinbaren, dass selbst wenn das Arbeitsverhältnis schon länger besteht, meinetwegen 10, 12, 15 Jahre, wo ja eigentlich die verlängerten Kündigungsfristen gelten sollten,
eine kürzere Kündigungsfrist für euren Arbeitgeber gelten kann. Deshalb, wenn weniger als 20 Arbeitnehmer bei eurem Chef, bei eurer Firma beschäftigt sind. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wie viele Arbeitnehmer bei euch eigentlich beschäftigt sind. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, das Gesetz sagt ja, wenn ein Arbeitnehmer gekündigt wird, kann er eine Kündigungsschutzklage einreichen, wenn er eine ordentliche Kündigung kriegt, um ihm festzustellen, ob diese Kündigung wirksam ist oder nicht. Das Kündigungsschutzgesetz findet aber nicht für Kleinbetriebe Anwendung. Also, das Gesetz sagt, wenn mehr als 10 Arbeitnehmer in dem Betrieb beschäftigt sind, dann gilt das Kündigungsschutzgesetz. In anderen Worten, wenn bei euch weniger als 10 Mitarbeiter beschäftigt sind, oder genau 10, weil das Gesetz sagt ja mehr als 10, dann könnt ihr, selbst wenn ihr eine Kündigung bekommen habt, die aus euren Augen nicht wirklich gerechtfertigt ist, keine Kündigungsschutzklage einreichen. Gilt natürlich nicht für eine fristlose Kündigung. Aber für eine ganz normale Kündigung könnt ihr dann überhaupt keine Kündigungsschutzklage einreichen. Bedeutet, euer Arbeitgeber kann euch rausschmeißen, ohne Begründung, wenn es weniger als 10 Mitarbeiter sind. Und dann war es das für euch. Deshalb ist es auch hier wichtig zu wissen, wie viele Arbeitnehmer sind eigentlich bei mir in der Firma. Und jetzt will ich euch mal ganz kurz erklären, wie man die Anzahl der Mitarbeiter feststellen kann. Das steht genau genommen, nämlich in § 622 Absatz 5 Satz 2. Wenn ein Mitarbeiter bis zu 20 Stunden bei euch beschäftigt ist, wird er als Faktor 0,5 gesehen. Wenn jemand bis zu 30 Stunden und nicht mehr arbeitet, als Faktor 0,75. Ab 30 Stunden bis zu 40 oder keine Ahnung wie viel, also über 30 auf jeden Fall, wird er als eine volle Kraft gewertet. Für geringfügig Beschäftigte auf 450 Euro Basis, da gilt der 0,3 Faktor. Ich hatte tatsächlich mal den Fall, das ist noch gar nicht so lange her, da wurde einem Mandanten von mir gekündigt und er wollte unbedingt eine Kündigungsschutzklage einreichen. Und ich habe gesagt, du, wir müssen erst mal gucken, wie viele Mitarbeiter dein Unternehmen da überhaupt hat. Und dann sind wir das durchgegangen, da haben wir die 450-Euro-Kräfte mit reingenommen und so weiter. Und wir sind auf 9,7 Beschäftigte gekommen, 9,75. So, tja. Reicht nicht für eine Kündigungsschutzklage. Das heißt, wir konnten keine Kündigungsschutzklage einreichen, weil das Kündigungsschutzgesetz schlichtweg für ihn keine Anwendung fand. So sieht's aus. Alright, ich glaube, ich habe alles soweit, was ich besprechen wollte. Das war's soweit von meiner Seite. Ich hoffe, dem einen oder anderen damit weitergeholfen zu haben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, muck Gold!